Was sind schon tolle Immobilien und schicke Autos wert, wenn man einen Tech-Wert halten kann? Aktuell tatsächlich für all diejenigen, die mit der Börse ein bisschen was zu tun haben, die gucken natürlich auf Hightech-Titel und das nicht seit neuestem erst. Wir haben es ja schon gesehen, dass die ganzen Amazons dieser Welt, diese ganzen Spotifys, die ganzen Apples und Googles hier wie wild gelaufen waren. Die Frage ist nur, wie weit geht das Ganze noch? Und wir hatten das in den letzten Wochen immer wieder als ein Thema, nämlich unser Thema, wie wir da mit der Situation umgehen wollen. Also wie wir entsprechend da noch jetzt reingehen können oder eben doch nicht mehr. Dazu hatten wir einige Trade des Tages vorgeschlagen. Heute wieder einen solchen Titel. Und wir können eigentlich damit gar nicht viel falsch machen. Naja, gut, im Einzelnen natürlich schon. Es ist ja durchaus realistisch, dass die dann auch mal in die falsche Richtung laufen und man damit einen Verlust realisiert. Aber alle warten darauf, dass der Rücksetzer mal kommt. Kommt er dann, ist es cool, wenn man dabei ist. Oder aber der Kurs läuft weiter. Deshalb gibt es durchaus Strategien, damit man in beide Richtungen fahren kann. Das haben wir auch im heutigen Trade des Tages mal so vorgeschlagen. Also wer Zeit und Lust hat, der guckt sich das an. Es ist eh kostenfrei, wie wir zum Beispiel bei dem einen oder anderen Titel dort unsere Ideen verwirklichen. Das lässt sich natürlich auf viele Titel übertragen, deshalb meine Einladung an alle, gar nicht auf den einzelnen Trade so sehr Wert legen, denn wir wissen, das alles ein einzelner Trade, der sagt in der Regel gar nicht so viel aus, sondern das Ganze lieber auf eine breite Basis stützen, das heißt immer wieder mal ein Positionchen auf der einen oder auf der anderen Seite mal platzieren, das kann nachher, wenn dann ein Renner mit dabei ist. Und wie das aussehen kann, das zeigt uns der Nasdaq. Wenn so ein Renner mal mit dabei ist, dann gibt es natürlich viel Freude an der ganzen Geschichte. Also in diesem Sinne kann ich eigentlich nur dazu raten, sich die Laune nicht verderben zu lassen. Entweder geht der Kurs deutlich mal nach unten, was sehr, sehr wichtig wäre, oder läuft eben noch ein bisschen weiter. Klingt wie eine Bauernweisheit, ist es letztlich auch. Aber dabei sein ist aktuell alles. Und wenn man das Ganze mit einem ordentlichen Risikomanagement macht, und da ist der Clou, gar nicht so sehr die Richtung vorherzukennen, das wissen wir im Moment nämlich beide nicht. Also alles ist möglich an den Märkten, aber dann zumindest mit einer sinnvollen Stopp-Strategie mit dabei zu sein, das könnte die Wahl der Stunde sein. Ob das uns gelingt, das werden wir sehen. Aber einfach selber mal angucken, deshalb das so mein Tipp. Einerseits selber am Markt ein bisschen experimentieren, nicht sagen, ach, jetzt habe ich alles verpasst, jetzt kann ich eh nicht mehr. Aber auf der anderen Seite gerne auch mal schauen, was wir da angeboten haben. So, ich bin auf Reise, man hört das, es ist auch leider nicht ganz so laut. Insofern ist das mit der schönen Immobilie schon fast schon gesponnen. Aber es war ein Aufhänger, als ich hier gerade vorbeigegangen bin. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin alles Gute und liebe Grüße.